gut. Basti, wir sind in Hamburg, Flava Club. Wie fandest du's? Geil, war cool. Leute haben mitgemacht, Leute sind abgegangen. Was willst du mehr? War gut. Nee, mir hat's wirklich gefallen. War spitze. Das ist schön. Thema CD, bist du irgendwie dabei, irgendwie was zu releasen oder? Ja, kommt was. Ja. Das heißt, ich weiß noch nie genau wann und so, aber da kommt auf jeden Fall was. Bis Mitte des Jahres ist das Ding da, hoffe ich. In dem Interview sage ich immer, dass es noch später kommt. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass es noch später kommt. Deswegen sage ich Mitte des Jahres. Okay, VBT Splash, du hast eine Quali eingereicht. Nee, was eingereicht nicht. Noch ich hab nicht? Ich habe ihn nicht gedreht, aber ich habe es noch nie eingereicht. Warum nicht? Gott, keinen Bock. Ja, warten. Nicht nochmal auf Splash? Komm ich doch so hin. Also ein paar Hansels jetzt schlagen. Ja, aber so kriegst du einen fertigen Gig. 4 Auftritte werden vergeben. Ja, aber so krieg ich auch so vielleicht einen Gig und krieg Kohle. Ja, ist ja auch nicht so schlecht, ja, oder? Ja, der Punkt vielleicht ist das Thema. Nee, ich wollte halt den anderen nur mal ein bisschen Chance lassen, war so ein bisschen Spielraum so, sonst wäre so. Nee. Aber ich hatte auch ehrlich gesagt das Problem, das wirkliche Problem ist, du musst halt kicken. Was kommt jetzt? Macht ihr hier oben? Musst halt kicken, dass du halt, dass du dich von der VBT-Welt so ein bisschen abheben kannst. So, wenn du ewig da mitmachst, bist du ein VBT-Rapper. Das sind so verschiedene Welten. Da gibt es so das Hip-Hop-Genre und dann in diesem Hip-Hop-Genre bildet sich aus dem Internet-Rapper-Tum bildet sich so diese VBT-Welt raus. Die ist ja nicht schlecht, aber so Deutschland sucht den Superstar ist jetzt auch nicht geil. So guckt man sich zwar an, nimmt man so mit, aber man denkt sich auch, naja, okay, jetzt hat der ein Album draußen, das hat ihm Dieter Bohlen geschrieben, gefällt mir jetzt auch nicht mehr. So, weißt du, ist jetzt auch nicht mehr so mein Ding. Nur ganz wenige schaffen da den Sprung ja länger. Und deshalb musst du schnell den Absprung schaffen, denke ich. Deshalb will ich mich da auch ein bisschen raushalten. Ich habe jetzt 2 Mal mitgemacht, das reicht. Heißt so viel wie, du reichst nicht mehr ein und... Nee, ist ja auch schon die Frist vorbei, so wie ich mitgekriegt habe, oder? Kann ja nicht mehr einreichen. Ich habe zwar ein Video gedreht, habe das so genannt, damit ich ein paar Klicks abstauben kann. Und ja, aber hab nicht eingereicht. Nö. Sollen die anderen mal machen, die üblichen Verdächtigen da. Also konzentrierst du dich jetzt qualifiziert nur noch auf Gigs? Ja, ich hätte auch keine Zeit. Naja, Zeit ist immer die Frage. Du hast 2 Jahre Zeit fürs VBT, fürs letzte VBT Splash. Ja, aber ey, kick dir meine Noten ein, dann weißt du, was Phase ist. Du weißt, kann hier 3 Jahre am Stück hängen bleiben. Das funktioniert nicht. Obwohl, naja, kein Abschlussbruch, weil ich verdiene ja bald Millionen mit der Mucke. Naja, aber ob nun 2 Jahre oder 3 Jahre macht ja im Endeffekt auch keinen Unterschied mehr. Doch. Meinst du? Ja. Gerade weil ein Album ansteht, deswegen. Da muss Arbeit drin gesteckt werden. Das ist dann wichtig, ja. Also steht das Album doch an? Ja, natürlich. Ich aber Arbeit noch, dabei. Wird aber doch noch ein halbes Jahr verschoben. Naja, du musst ja eine Promophase haben. Alles klar. Es muss alles schön gestaffelt sein, sagt mein Manager. Die Trailerpark-Jungs vertreten? Hä? Die Trailerpark-Jungs vertreten auf dem Album? Jena, aber nicht mit einem Feature, nur mit einer Ansage. Okay. Ich habe wenig Features auf dem Album. Ich will versuchen, so ohne große Namen zu machen. Also wer auf jeden Fall drauf ist als Feature ist Fist. Gut, dann bedanke ich mich deshalb bei dir. Ohne große Namen. Ja, möchtest du den Fans noch was sagen oder? Ja, hi, ich bin Basti, kauft Shirts. Ich rauche jetzt, Rauchen ist cool. Fangt am besten so früh an wie möglich. Am besten, wenn eure Lunge ausgeprägt ist. Und sonst, kauft Shirts, kauft mein Album. Auch wenn es euch nicht gefällt, man sollte eins haben. Das kann ich schon mal sagen, das Album heißt Pullermatz. Und jeder sollte einen Pullermatz haben. Jeder, der keinen Pullermatz hat, der weiß auf jeden Fall damit was anzufangen. Versteht ihr? Außer vielleicht ist es mehr nichts. Aber gut.